Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hinterm Horizont. Ja, ich habe euch ja versprochen, dass ich mich darum kümmern werde, bezüglich des Rucksacks. Ich bin gerade am Überlegen, wo ich den jetzt hingetan habe. Hier habe ich den reingetan. Und zwar weiß ich jetzt endlich wieder, wie ich ihn benutzen kann. Wenn ich denn jetzt noch weiß, wie ich das Charaktermenü öffne. Mit H war es, glaube ich, ne? Genau, mit H. Da gibt es nämlich hier dieses kleine Zeichen. Ich habe es deswegen wahrscheinlich nicht gesehen, weil es ja doch ein bisschen sehr hell ist. Also hier die Ringe, die erkennt man noch sehr gut. Wenn man sich drauf konzentriert, auch die Schuhe, da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, was das genau sein soll. Vielleicht ein Stab oder so? Ich weiß, es würde zumindest zur Magie passen. Und hier ist auf jeden Fall dieses Rucksacksymbol. Und wir können jetzt diesen Rucksack da reinziehen. Und wir haben jetzt endlich ein vergrößertes Inventar. Oh, ich habe so auf dem Schlauch gestanden. Und ich kann nur noch mal sagen, vielen, vielen Dank, dass ich das jetzt endlich einstellen darf. Dafür habe ich jetzt aber total vergessen. Oh, ich habe... Habe ich die... Nee. Ich dachte gerade, ich habe die Kartoffeln eingesammelt. Moment, habe ich jetzt gerade Eimer eingesammelt? Hä? Jetzt muss ich auch mal eben gucken. Moment. Da sind tatsächlich nur noch 5 drin. Ich glaube, wir hatten nämlich 10 vorher, ne? Ach, ist das immer auszumachen? Gut, dann würde ich sagen, dass wir... Moment, mit welcher Taste war das nochmal? Weil das geht nämlich auch. Das war, man sollte nicht lange gedrückt halten. Das war das Baufenster. Steuerung links war es, glaube ich. Wieso bin ich jetzt im Inventar drin? Steuerung links, genau. Das war nämlich das, was ich gesucht hatte. Und zwar kann ich da sehen, das ist aber, da ist aber Lehmboden. Wieso ist das jetzt Lehmboden, obwohl, wenn ich da mit der Lupe drauf gehe, da war ja der Balken nicht aufgefüllt, aber die anderen waren aufgefüllt. Also jetzt bin ich ein bisschen, jetzt bin ich verwirrt. Okay, jetzt hast du es geschafft, mich komplett zu verwirren. Danke an den Entwickler. Aber ich meine, ich war vorher auch schon verwirrt, also es macht nicht viel Unterschied. So, dann, achso, jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob wir da jetzt Wasser brauchen oder nicht. Die Frage ist jetzt auch, brauche ich da die Lupe für oder sehe ich? Ja, ich sehe jetzt nur, dass es heiß ist, ne? Ich würde sagen, dass wir die Lupe nochmal kurz holen, weil normalerweise, gut, das ist jetzt natürlich ein Eimer, ne? Das kommt so rüber, als ob das sehr viel ist, aber wir schauen mal. Kartoffelpflanze keimt. Anscheinend braucht die aber jetzt im Moment kein Wasser. Ach so. Nee, Moment. Bin ich jetzt auf der 8? Doch, ich bin doch auf der 8. Wieso sehe ich jetzt hier nicht mehr, ob da Wasser ist oder nicht? Das habe ich doch vorher gesehen. Bin ich jetzt wieder doof oder brauche ich dafür jetzt die, ich habe schon wieder alles vergessen, was ich in der letzten Folge gemacht habe. Es ist schrecklich. Brauchte ich die dann dafür? Ich meine nämlich, als ich die in der Hand hatte, hatte ich dann alles gesehen, oder? Ah ja, genau. Wasser im Boden, noch die Hälfte. Ja, dann würde ich sagen, so einmal täglich sollten wir auf jeden Fall das Wasser dann auffüllen. Die tun wir jetzt erstmal weg. Wir brauchen ja auch nur 5 Wasser. Aber sind die Eimer dann tatsächlich weggegangen, als ich das gemacht habe? Nee, die sind jetzt leer. Aber wieso? Ich habe die doch eben hier auf dem Feld aufgesammelt. Ich bin doch hier rübergelaufen und dann habe ich die aufgesammelt. Werde ich jetzt verrückt oder was? Ich meine, so ein bisschen verrückt bin ich ja schon, das weiß ich ja, aber... gut. Moment, wir haben... Ach so, die soll ich mitnehmen. Habe ich mir sagen lassen, damit ich unterwegs eventuell auch was zu essen und so holen kann. Ich denke mir mal, die brauchen wir jetzt wirklich nicht, ne? Kupferhacke zum Ernten von Pflanzen. Ja, tut stets ihren Dienst. Das ist eine gute Erklärung. Was kann ich denn damit machen? Kann ich damit... Moment, ich probiere das mal eben aus. Saftige Wiese ist noch zu jung, um geerntet zu werden. Ja, aber eigentlich ernten können wir damit. Aber die Wiese wollte ich nicht ernten. Ich wollte jetzt eigentlich... Hier, das hier. Gut, dann halt nicht. Das müssen wir wahrscheinlich mit der Axt schlagen. Ne? Ich glaube, ich tue die mal lieber weg, damit wir genügend... Was ist das denn hier?
Das ist, glaube ich, auch nur ein Busch oder so. Wahrscheinlich einer, der noch am Wachsen ist. Ich muss mich auch wieder dran gewöhnen, wie die Sachen alle aussehen. Jetzt haben wir schon wieder 16 Uhr. Ich habe schon wieder gar nichts gemacht heute. Es tut mir leid, ihr Lieben. Ich habe hier... ich kriege wieder gar nichts heute auf die Kette. Tagebuch. Ich lerne es nie mal, den Shortcut zu drücken. Ich weiß auch nicht. Kartoffeln sind das halbe Überleben. Baue eine Werkbank. Genau, das wollten wir eigentlich als nächstes machen. Hatte ich das nicht eigentlich eingestellt? Geht das immer wieder raus jedes Mal, wenn ich mich auslogge? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich meine, ist nicht schlimm. Ist jetzt nur Interesse halber. Weil da oben ging nicht, ne? Hier muss ich rum. Was musste ich jetzt dafür nochmal machen? Ich brauche, glaube ich, noch mehr Holz. Ach, diesmal habe ich dran gedacht. Und jetzt sei Wilfried kann mir sicher helfen. Ach so, Moment. Das ist dann für die Werkzeugkiste. Können wir die eigentlich beide anmachen? Nee, wir können nur eine anmachen, ne? Okay, Nadelholz, Kupfer. Oh, 120 Nadel. Ist das überhaupt Nadelholz? Ja, 120 Nadelholz, 40 Kupfererze. Gut, Kupfer haben wir schnell. Gleich kommt noch wieder die Axtmörderin raus. Hi, Kilian. Kian. Entschuldigung, ich habe deinen Namen jetzt gerade. Oh, ich kenne leider einen Kilian, deswegen, ja, schlechte Erinnerung. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Moment, das war doch hier unten rechts, oder? Da habe ich die doch gemacht, meine ich. Schauen wir mal, ob ich jetzt richtig laufe. Ich finde es auch schade, dass man dem die Kartoffel nicht klauen kann. So, hier haben wir den Hühnerstall. Und vom Hühnerstall aus müssen wir noch ein Stückchen weiter runter, meine ich. Also ich meine, dass das hier unten gewesen ist, wo wir das gemacht haben. Da oben war nämlich das mit dem Sandstein oder was das war. Ach ja, ich bin ja hier wieder langsamer. Ne? Ich sollte mehr auf dem Weg bleiben. Manchmal habe ich ja ein sehr ungeduldiges Wesen. Gerade wenn ich irgendwo hinkommen will und dann langsamer gemacht werde. Weil der Entwickler gerade zu Hause sitzt und sich ins Fäustchen lacht. So nach dem Motto, die wird niemals dort ankommen. Achso, das ist Marmor. Entschuldigung. Das war irgendwas mit Grün drin, ne? Braun und Grün drin oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere. Habe ich die ja schon alle weggeholt? Kann das sein? Das ist aber, glaube ich, noch was... Die großen, glaube ich, die konnte ich auch nehmen, oder wie war das? 37... 39. Genau, bei den großen war es auch drin. Ist das das gleiche? Das sieht so rötlich aus hier. Ja, doch. Ich brauche eigentlich nur 43, ne? Ich habe wieder Hunger, oder? Nee, komm. Das nehmen wir jetzt noch mit. So. Die Axtmörderin kommt jetzt wieder aus dem Wald raus, wollte ich fast sagen. Aber es ist ja kein Wald, das ist ja hier. Oh, die Axtmörderin kommt nicht voran. Lauft einfach alle weg. Ich werde hier so langsam gemacht. Ja, jetzt finde ich keine Bäume mehr. Hier ist alles baumlos. Hau ich jetzt die Bäume? Ach doch, links von mir sind sie. Ach, ich bin ja auch so doof. Moment, wie viel brauche ich nochmal? 130. Boah, und ich dachte schon, ich hätte viel beim letzten Mal gemacht. Gut. 130. Von mir aus. Ich kann jetzt einen falschen Baum machen, oder? Aber ich finde es gut, dass man den auch machen kann. Ich hoffe, dass die auch unterschiedlich viel bringen. Nee, okay, war doch der richtige. Nadelholz brauchte ich, okay. Ja, weil das hier, die habe ich aber doch eigentlich gemacht hier. Beim letzten Mal, soweit ich mich erinnern kann. Ich finde die Animation irgendwie so geil gemacht. Vor allem die Geräusche. da oben scheint irgendwie schon mal einer draufgehauen zu haben. War ich da vielleicht? Ich bin mir nicht sicher. Das kann sein, dass ich da mal getestet hatte, ob das normales Holz ist oder so. Oh, jetzt sollte ich aber wirklich mal was essen. Jetzt sind alle meine Werte wieder unten. Achso, das ist von dem Baum. Der Baumstumpf, ich wollte gerade sagen.
Brauche ich ja gar nicht. Bin ich denn doof? Ich habe das doch unten drin liegen. So. Ich denke nicht, dass das reicht. Aber wir werden jetzt so erstmal weitermachen. Es ist schon wieder 20 Uhr. Oh mein Gott. Ich werde die Nacht durch. Ach nee, kann ich ja nicht, ne? Ah, irgendwann sagen sie doch zu mir, wenn ich nicht endlich mal schlafen gehe, dann werden sie dafür sorgen, dass ich tot umfalle und bei mir zu Hause wieder aufwache. Nein, okay, so sagen sie das nicht, aber so war das doch irgendwie mal in der ersten Staffel, dass ich dann gesagt habe, nee, ich will aber jetzt noch, nee, ich möchte das jetzt aber noch zu Ende machen und ich will jetzt noch den Rest hiervon kriegen und dann bin ich irgendwie ohnmächtig geworden. Aber das war dann auf dem Weg nach Hause, glaube ich. Ich bin dann voller Panik nach Hause gelaufen und bin trotzdem nicht belohnt geworden, sondern man hat mich dann einfach, keine Ahnung, mit einer unsichtbaren Keule umgehauen und ich bin dann zu Hause wieder im Bett aufgewacht, das weiß ich noch. Tut mir leid, dass ich jetzt hier gerade so viel, ja, du bist immer erschöpft. Ich weiß. Nimm Lambrasbrot, das hilft gegen Erschöpfung. So. Außerdem, was hat die eigentlich gegen Lambrasbrot? Die war ja die ganze Zeit, ich will nicht immer Lambrasbrot essen, ich will noch was Fleisch essen. Was soll das? Ich meine, gut, jeden Tag Salat essen würde ich jetzt auch nicht unbedingt. Als Beilage ja, aber nur Salat. Ich glaube, dann würde mir das auch irgendwann mal zum Hals raushängen. Aber, na, kommen wir schon an die 130? Natürlich noch nicht. Aber es gibt spezielle Dinge, weiß ich nicht, das könnte ich jeden Tag essen und ich glaube, das wäre mir dann auch egal. Also ich würde da immer Lust drauf haben. Ja gut, vielleicht nach ein paar Jahren oder so nicht mehr, keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ist hier noch was? Ich sehe das hier hinter so schlecht. Aber wir haben auf jeden Fall die 130. Die Axtmörderin ist bereit. Die Axtmörderin kommt hier hoch. Sollte mir vielleicht mal... Also eigentlich wollte ich ja sagen, ich bin die rote Zora wegen den Haaren, aber... Ach so! Ach, ich dachte gerade, ist das hier was vom Baum? Kann ich dich eigentlich töten mit der Axt? Nö, anscheinend nicht. Also es gibt Spiele, wo ich dann schon mal die Ratten und so weiter alle mit einer Axt erledigt habe, aber das geht hier anscheinend nicht. Na gut, bin ich jetzt aber auch nicht unbedingt traurig drüber, weil, ne... durch den Wald sollte ich lieber nicht, weil ich bleibe immer wieder gerne hängen. Die Frage ist jetzt... Was haben wir denn hier jetzt? Starre Pflanzenfaser. Wo habe ich die denn jetzt schon wieder her? Achso. Cola Smaragdstamm. Okay. Hättest du mir auch beim ersten Schlag schon sagen können, oder? Schaffen wir das noch, bevor wir hier komplett umfallen? Vielleicht bin ich auch umgefallen wirklich wegen der Müdigkeit, aber ich meine, es war wegen der Tageszeit. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe, ich laufe jetzt immer noch richtig. Ich weiß, dass der gesagt hat, dass der die eigentlich war es ja doof, ne? Eigentlich hätte ich ja die Werkzeugkiste holen müssen, wenn er... Er ist ja eh schon am Schlafen, ne? Naja. Ich bin der nächtliche Geist. Ich bin der Geist der Vergangenheit. Ich bin gekommen, um dich zu holen. Na gut. Ich bin die Axtmörderin mit den roten Haaren. Dieser Witz wird irgendwie nie... Moment, da ist ein Fähnchen, aber da ist nicht die Werkzeugkiste, oder? Ja, warte mal. Hier. Das sollte ich nicht tun. Warum nicht? Achso, Moment. Nee, öffnen kann ich die aber nicht, ne? Ja, aber wieso? Der zeigt das jetzt nur an, weil jetzt hier das Haus ist, oder wieso? Wie war das? Die aktiven Quests sind rot. An den Werkbank anzufertigen, sie ihnen zu zeigen. Wilfried kann mir dabei helfen. So, ich habe die Sachen alle gesammelt. Und eine Werkzeugkiste, die in einem Nebengebäude... Ach so, ich dachte, stand die nicht draußen? In einem Nebengebäude. Meint ihr doch jetzt da unten, oder? Weil hier oben ist ja kein Nebengebäude mehr. Was ist denn das da? Was ist denn das da? Laufen wir da mal eben hin. Sieht so ein bisschen... Wo
So, warte. Nee, das ist nur ein Baumstumpf, ne? Ja, ja. Es ist nur ein Baumstumpf, okay. Ja gut, dann laufen wir jetzt mal eben zur Hütte. Mal gucken, ob wir da die... Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Hier, Werkzeugkiste mit Axt abbauen. Damit ich das nicht vergessen kann. Also ich kann es trotzdem vergessen, wenn ich den Zettel mal wieder verliere oder so. Aber zu grundprinzipiell. Damit ich es halt nicht vergessen kann. So, jetzt ist die Frage... Können wir hier überhaupt irgendwas sehen? Antwort, nein. Okay, ich habe mir aber sagen lassen, ich weiß nicht, was hier wo ist. Nachher mache ich dem alles kaputt. Oh. Ich bin hier irgendwie gerade Kisten am Abbauen. Ist das schlimm? Ist hier noch eine? Dekorative Holzkiste. Ach, die ist nur dekorativ. Willst du mich veräppeln? Ja, jetzt wirst du müde und ich weiß immer noch nicht... Ach. Äfft euch doch. Hier unten ist noch irgendwas. Werkzeugkiste. Ja. Okay, da mache ich mich ganz schnell auf nach Hause. Wahrscheinlich werde ich jetzt eh wieder umfallen. Aber ich versuche es trotzdem noch. Wie gesagt, der letzte Versuch... Ist ein bisschen gescheitert. ja, dekorative Kisten sind natürlich auch ganz toll, aber ich hätte gerne lieber Kisten, wo ich auch was reintun kann. Deswegen war das jetzt natürlich nicht so toll für mich persönlich. So, Moment. Der Weg geht jetzt da hoch. Geht der eigentlich... Ja, der geht so zu meinem Haus. Wo geht der denn da eigentlich? Oh ja, ist ja gut. Ist ja gut. Hier geht's uns... Ja, 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 ja. Ist auch gut. Ist alles okay. Dann geh ins Bett. Aber bitte mit 9. Nicht, dass du dein Bett kaputt machst. So. Bitteschön. Ausruhen bis, keine Ahnung, 10 Uhr. Reicht das für dich zum Schlafen? Mal die Roller ein bisschen tiefer machen. Ich könnte noch im Bett bleiben. Ja, ist auch nicht mein Problem. Ich kann auch theoretisch bis 12 im Bett bleiben, aber dann ist der Tag ja schon wieder rum. Deswegen, abgesehen davon, ich kann es halt nicht. Jetzt regnet es. Obwohl, naja, gut. Ich brauche sowieso. So. Nee, der zeigt mir nur den Leben an. Ach, scheiße. Egal. Wir gehen. Ach so, halt, nein. Ich wollte kurz die Sachen hier noch reintun. So, die dekorativen Kisten auf jeden Fall. Und was war das jetzt? Starre Pflanzenfasern. Ich bin mir noch nicht sicher, wofür wir das brauchen, aber vielleicht können wir Körbe flechten oder so. Eisenerz war da drin. Okay. Die Werkzeugkiste müssen wir mitnehmen. Das müssen wir auch... Das war falsch. Ich komme nicht mehr zurück, Hilfe. Ah. Man soll auch nicht zu oft Escape drücken. So. Heute mal nicht als Axtmörderin unterwegs, sondern als Regenbringerin. Werde ich jetzt versuchen, Wilfried zu finden. Wo ist der überhaupt? Moment. Kian ist da. Wilfried kommt mir entgegen. Jetzt bleibe ich auch noch hängen, war ja klar. Wilfried, nicht weglaufen. Ich muss mit dir reden. Ich habe nämlich alles dabei. Rennt der nicht nach unten oder so? Nee, der steht da oben. Er denkt sich wahrscheinlich, welche Sau hat heute Nacht meine Werkzeugkiste geklaut. Hi! Was für eine Menge Holz, aber ich habe nun alle Rohstoffe. Toll, dann lass uns beginnen. Hier hast du 2 Anleitungen. Die eine ist für die Werkbank, die andere für eine einfache Lagertruhe. Deshalb musstest du so viel Holz besorgen. Eine weitere... Ah, Lagertruhe. Ah, sehr schön. Vielen Dank, er hat meine Gedanken erhört. Eine weitere Truhe wirst du aber brauchen, denn in deiner Tasche ist vermutlich fast nie Platz. Truhen kannst du später auch noch weitere bauen und alles schön ordentlich verstauen. Ja, und sogar farblich anlegen, ne, haben wir ja schon kennengelernt. Achte darauf, dass du eine Truhe erst entleerst, bevor du sie abbauen kannst. War das mit der Werkzeugkiste auch wichtig? Ich hoffe mal nicht. Du Schelm, und ich rackere mich mit dem ganzen Holz ab. Stell dir vor,
Ich würde dich jetzt noch einmal losschicken. Ist doch besser so, oder? Nun baue deine Werkbank und mache Kian damit glücklich. Er freut sich immer, wenn unsere Neuankömmlinge gut vorankommen. Übrigens nur mal eben eine kleine Anmerkung. Ich finde es eine sehr, sehr schöne Schrift und ich kann die an sich auch gut lesen, aber wenn ich mich mal irgendwo verhaspel oder so, ist das, weil meine Augen in letzter Zeit ziemlich müde geworden sind. Und ich weiß es nicht. Manchmal geht es am Tag den ganzen Tag gut und manchmal habe ich dann so Phasen, dass ich dann irgendwie mich dann verlese. Also alles gut. Bekloppt bin ich ja so oder so. Also daran liegt es nicht. So, Plan Werkstatt gelernt und sag's mir. Dein Bewusstsein hat sich erweitert. Ja, das solltest du mir nicht sagen. Achso, ich muss aber nochmal mit dem. Genau, hier habe ich dein Nadelholz. Gut, hier sind deine Edelsteine. Ach, dafür brauchte der noch. Ach ja, stimmt. Stimmt. Die Frage ist jetzt. Das sehe ich aber im Baumenü, das sehe ich nicht mehr hier, ne? Eine Werkbank bauen und Kartoffeln. Okay, also wir machen das jetzt mit der Werkbank. Bei Quests mit Zielbereich erscheint dann. Ja. Kleiner grüner Pfeil unten rechts. Ich weiß, ich weiß. Wir haben aber jetzt keinen Zielbereich. Warum ich das jetzt gerade anpinne, weiß ich jetzt auch noch nicht so. Oh mein Gott. Okay. Aber wofür brauche ich jetzt die Werkzeuge? Aber da steht drin eine Sammlung von Werkzeugen. Also ich denke mal, die habe ich jetzt. Da unten ist er wieder. Die habe ich jetzt soweit gut gesammelt. Das wird es jetzt irgendwie. Oh ja. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht, ob ich jetzt tatsächlich genug Holz habe, weil ich habe ja jetzt 100 ausgegeben. Er brauchte aber 130 waren es, glaube ich, um beides zu bauen, ne? Das heißt, ich muss eigentlich nochmal welches bauen? Oder hieß das jetzt, um beides zu bauen und um das einzutauschen? Das weiß ich, das habe ich jetzt gar nicht so. Gar nicht so offen. Wieso laufe ich jetzt eigentlich hier hin? Ich wollte eigentlich das Baumenü öffnen. Einrichtung. Das müsste dann noch unter Einrichtung stehen. Ne, unter Nützliches. Okay, Werkbank. Solide Holztruhe. Ja, dafür braucht er nämlich 80. Dafür brauche ich aber eine Handwerkstation. Nee. Ach, Quatsch. Nee, für die Holztruhe brauche ich die Werkbank, so rum. Und um eine Werkbank zu bauen, brauche ich keine Handwerkstation, so rum. Aber wir brauchen auf jeden Fall nochmal 80 Holz. Nehmt euch in Acht. Die Axtmörderin ist wieder unterwegs. So. Okay, 80. Also das heißt, eigentlich brauche ich mehr. Das heißt, ich bräuchte wohl wirklich die 130, dann beides zu bauen, nehme ich mal an. Kleiner Schelm. Das habe ich immer noch im Kopf, ja. So, haben wir jetzt alles? Ich hoffe. Ich mache jetzt nur hier ein paar Bäume hier vorne, weil ich denke mal, hier vorne werde ich sowieso bauen. Wenn die bis dahin dann nicht nochmal neu gebaut sind. Neu gebaut. Wenn die bis dahin nicht nochmal neu gewachsen sind. Jetzt haben wir schon wieder 14 Uhr. Es waren noch keine 4 Stunden, mal eben zu denen rüber zu gehen, mit dem zu reden und jetzt hier anzufangen, die Bäume abzuholzen. Eieiei. Also für mich könnte der Tag gerne doppelt so lange sein, damit man auch gut was erledigen kann. Viel hat er mir jetzt aber nicht gegeben. Da hinten, das sind jetzt alles so kleine Bäume. Weil wie gesagt, ich denke, ich brauche die 130. Ich mache jetzt mal alles, wie gesagt, in der Nähe von dem Haus erstmal weg, weil ich da. Ich weiß gar nicht, was man alles machen konnte. Ich weiß, man kann einen Hühnerstall machen. Ich glaube, einen Hund gab es auch noch. Eine Katze gab es auf jeden Fall noch. Beim Hund bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber die Katze gab es auf jeden Fall. Und ein Lama. An Lama erinnere ich mich noch. Wobei ich nicht hundertprozentig weiß, ob es das damals schon gegeben hat oder ob das danach erst reingekommen ist. Es kann sein, dass das erst danach reingekommen ist. So, ich bin schon wieder erschöpft. Null. Das Problem ist halt, ich kann mir nichts zu essen machen, ne?
Ich muss das Lambasbrot essen. Lambasbrot essen. Mein Gott. Es ist halt blöd, weil es gleichzeitig alle Werte, habe ich ja eben gesehen, auffüllt. Also das Gelbe und das Grüne. Wobei ich mich immer vertue. Moment, Gelb war die Ausdauer, glaube ich. Genau. Und Grün ist, ich weiß es gar nicht. Gelb war auf jeden Fall die Ausdauer. Ich habe immer noch keine 130. Ach komm. Jetzt mache ich das hier alles mit euch und jetzt brauchen wir das gar nicht wetten. Das wäre es jetzt noch. Aber da fehlen jetzt noch 6 Teile. Also das müsste jetzt auf jeden Fall reichen. Nehmen wir an. So. Machen wir mal eben die Axt auch wieder weg. Ich habe immer Panik, dass ich irgendwas abbaue. Ne? Ich weiß auch nicht, ob ich was abbaue, wenn ich da aus Versehen mit der Steinaxt drauf haue. Also mit der Axt ist klar, aber mit der Steinaxt weiß ich halt nicht. Ich weiß auch nicht, was mit dem Werkzeug ist. Muss ich das drin behalten? Wenn ich irgendwas craften will? Wäre irgendwie logisch. Ich lasse es jetzt erstmal drin. So. Dann Baumenü. Ach, das hat er noch drin. Das ist gut. Auch wenn er mir nicht... Ja doch, hier zeigt er an, das ist eine Werkstatt. Okay. Ach so, hier. Ach so, der braucht für die Werkstatt, um die herzustellen, diese Werkzeugkiste. Und dann ist die weg gleich. Ah, aber wie kann ich dann Werkzeugkisten herstellen, wenn ich nochmal eine neue Werkbank haben will? Das ist jetzt eine Frage, die ich gerne beantwortet hätte. Die muss ich hier auch rausziehen. Die muss ich auch dabei haben, wenn ich die dem einen zeige, dem Kian. So. Hm, siehst du? Das ist nämlich jetzt hier, okay, die Holztruhe, die bauen wir uns auch. Die bauen wir uns nicht, weil wir haben die Dings noch nicht. Gut, zeigen wir ihm erstmal schnell, bevor der Tag wieder vorbei ist, zeigen wir ihm erstmal schnell die Werkbank. Dann können wir immer noch, sage ich mal, im Dunkeln die Truhe machen, aber wir können halt nicht... Was mache ich denn mit der Werkbank? Stelle ich die nach drinnen oder nach draußen? Hm. Also eigentlich ist es ja hier friedlich, ne? Eigentlich sollte da... Oh, der ist über mir. Moment. Halt. Hallo, Kian. Hallo, Gameplayerin. Sonntag ist ein guter Tag, um durch die Landschaft zu wandern. Findest du nicht? Würde ich gerne, aber ich bin sonntags auch immer am Arbeiten irgendwie. Hier, schau, meine Werkbank. Wie? Ich habe das Holz für dich. Der wollte auch Holz? Sieht ganz ordentlich und stabil aus. Sehr gut. Baue sie irgendwo bei deiner Hütte auf, sodass du immer gut daran arbeiten kannst. Ja. Ich denke auch, ich werde die nach draußen machen und dann draußen eine Kiste hinstellen oder so. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass irgendjemand hier rumläuft und Sachen klaut. Erzählst du mir nun etwas über die Höhlen? Nein, noch nicht. Als nächstes habe ich hier einen Plan für einen einfachen Zaun und ein entsprechendes Gatter. Baue 20 Zäune und ein Gatter und komme damit bei mir vorbei. Es wird Zeit, dass du lernst, mit Tieren umzugehen. Also Zäune sind klar. Ein Gatter ist doch eigentlich in Anführungszeichen so eine Art, Zaun kann man jetzt nicht sagen, aber so eine Einzäunung für Tiere. Wofür muss ich jetzt den Zaun machen, wenn ich doch ein Gatter habe? Oder verstehe ich jetzt hier gerade was falsch? Okay, aber Tiere ist sehr, sehr gut. Aber ich habe noch das Holz für dich. Muss ich halt wieder Neues holen, um zu bauen. Danke, und hier ist dein Saatgut. Was ich immer noch nicht sehe. Oder hat er mir das jetzt... Hä? Kriege ich wahrscheinlich gleich. Hast du vielleicht noch ein paar von den Saatkartoffeln? Wir können einen Tausch machen. Bring mir Nadelholz und ich gebe dir einige wenige Saatkartoffeln. Moment. Ah, nee, jetzt... Ah, jetzt habe ich es bekommen. Okay. Okay, okay. Ich dachte gerade schon. Kriegen wir aber erst am Ende. Gut. Kian verwirrt mich noch ein bisschen. Gut. Was nicht so gut ist, ist das Holz. Wir haben auch gleich schon wieder 20 Uhr. Dann können wir auch wieder nichts machen, ne? Dann würde ich sagen, dass wir erstmal die Werkbank... Achso, ich kann aber eigentlich schon mal... So, Plan einfacher Weidezaun. Ach! Also hier unten, das vom Bild her, dein Bewusstsein hat sich erweitert. Vom Bild her würde ich jetzt sagen, war das... Ein Gatter.
Ja, ich bin so dämlich. Okay, ich nehme alles zurück, was ich eben gesagt habe. Das ist der Eingang. Ja, ich glaube, heute habe ich zu viel geschlafen, anstatt zu wenig. Okay, stellen wir das mal hier vorne hin, würde ich sagen. Das ist eigentlich ganz gut, oder? Also es ist ein bisschen blöd, weil man dann hier die Kisten nicht so richtig hinstellen kann. Also da sieht es schön aus, sagen wir es mal so. Hier rastet das nicht so richtig ein. Nee, warte. Wo ich es nicht bauen kann, da kann ich das frei bewegen. Aber hier rastet das dann nicht so ein. Ich will das doch so bauen. Aber ich finde das hier schöner, so von der Optik her. Na? Wo darf ich bauen? Hallo? Hallo? Gerade konnte ich hier doch noch bauen. Ach komm. Weil ich jetzt hier stehe. Ach so! Weil ich nicht in der Nähe stehe. Ja, es ist ein realistisches Spiel. Ich verstehe. Okay. Dann machen wir jetzt nichts mehr, weil wir wieder kein Holz mehr haben. Wir haben ja noch die 50. Ah, ich hab's doch gewusst. Haben wir hier links auch noch ein Wäldchen? Über uns haben wir noch ein Wäldchen. Gehen wir mal dahin. Wenn das da alles kahl ist und keine Bäume mehr vorhanden sind, dann ist das egal, weil das sieht eh keiner hier hinten. So. Gib mir bitte wenigstens noch die Zeit, bevor ich hier voller Erschöpfung umfalle, dass ich mir meine Ressourcen zusammensammeln kann. Ich meine, wenn ich jetzt noch irgendwas an Kupfer oder so brauche, bin ich sowieso im Eimer. Weil bis da hinten komme ich nicht mehr hingelaufen. Baumfällerlehrling. Fälle 20 Bäume mit einer Axt. Yay! Stimmt, die Errungenschaften gab es damals noch nicht, soweit ich mich erinnern kann. Da habe ich mich auch super drüber gefreut, als ich das gesehen habe, dass es jetzt Errungenschaften gab. Ich weiß nicht warum, aber man hat halt gerne Errungenschaften. Ne? Man freut sich dann immer. Wir haben ja hier oben eine Hütte. Das ist mir egal, ob du erschöpft bist. Mach den Baum fertig. So. Mist, Hier gibt keine 50. Ich will erstmal wissen, was das hier für eine Hütte ist. Nein! Wieso brauche ich jetzt Schlüssel für? Aber das war nicht der Stall, oder? Weil ich hatte irgendwas mit dem Stall noch im Kopf. Ich weiß, dass du erschöpft bist. Bitte halte durch. Nur noch dieser eine Baum. Nein! Nein! Blöde Kuh! Mann, ich wollte das jetzt nicht verschleudern. Weil ich bin ja nicht mehr erschöpft, wenn ich geschlafen habe, glaube ich. So. Das ist nicht euer Ernst jetzt, dass ich eins zu wenig habe. Dann mache ich jetzt noch den kleinen Baum hier. Ich meine, wir brauchen zwar eigentlich eh noch viel mehr, aber. Jetzt habe ich eine Hütte entdeckt. Hier laufen überall die süßen Mäuschen rum. Bin schon gewarnt worden, dass die mein Saatgut auffressen können, beziehungsweise an meinen Kartoffeln rumknabbern können. Aber naja, gut, ich meine, ne? Ist nicht so schlimm. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Ich wollte die 7 drücken. So. Ach so, stimmt. Ich wollte erst noch, bevor ich mich ins Bett lege. Ach doch, dafür brauche ich noch Kupfer. Aber das habe ich noch hier. So. So, die Kiste rein. Dann Gatter für einfachen Weidezaun. Einfacher Weidezaun. Ich kann auch nicht mehr reden hier. Oh, da brauche ich dann nochmal Kupfer fürs Gatter. Und ich brauche Holz. Aber jede Menge Holz. Ist das ernst? Ah, nee, das ist für 10. Okay, 10 sollte ich aufstellen, glaube ich, ne? Und das ist aber nur für einen. Das heißt, ich brauche 90. 90 Holz und, was habe ich gesagt, 10? 90 Holz und 10 Kupfer. Oh Gott, okay. Dann stelle ich die Kiste mal hier hin. Dann müssen wir die. Ach nee, das ist jetzt automatisch eine Handwerkskiste, ne? Oder war das hier? Ah nee, hier war Handwerkskiste, okay. Das war die Farbe, genau. Okay, die Frage ist, lege ich da jetzt noch was rein? Upsala.
würde sagen, ja, da ich das Saatgut auch eh mal hier draußen brauche, würde ich sagen, mache ich das so. Ich weiß, mein Charakter bringt mich jetzt innerlich gerade um. Dass das Saatgut nehme ich auch mal mit nach vorne. Achso, die Lupe könnte ich dann auch mal mit nach vorne nehmen. Beziehungsweise das könnte ich dann auch alles mit nach vorne nehmen. So. Zack. Habe ich gar nicht genug Platz für, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah ja, doch. Das sind ja vier. Ja, ja. Ich habe gerade irgendwie einen Denkfehler gehabt. Keine Ahnung. Okay, dann machen wir jetzt das Werkzeug erstmal hier rein. Achso, das hatte ich hier oben reingemacht. So, da muss ich nämlich nicht immer reinlaufen, um dann hier die Eimer reinzutun und so weiter. Zack. So. Alles schön sortiert. Ich würde sagen, ich lege mich jetzt erstmal hin, schlafe eine Runde. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ja, wenn ich halt nochmal die Sachen hole und dann hoffentlich dann nochmal was craften kann. Und ja, wenn es halt einfach weitergeht. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Machen wir so. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!